Also, guten Morgen. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Dalla Dalla, denn ich will in die Hauptstadt fahren, in ein Waisenhaus. Und dann muss ich zur Starthaltestelle gehen, weil ich möchte gern einen Sitzplatz am Fenster. Und wenn ich hier bei mir einsteige, dann ist es meist schon voll, das Auto. Dort vorn, wo der gelbe Bus steht, da ist die Dalla Dalla Haltestelle. So, da steht der Dalla Dalla schon, steigen schon viele ein, muss ich gucken, ob ich noch einen Sitzplatz bekomme. Wird gewartet, bis er voll ist und dann geht's los. Ich habe mich extra ans Fenster gesetzt, dass ich gut atmen kann. Er hält jetzt alle paar Meter an und es steigen Leute ein. Der großen Stadt angekommen und jetzt suche ich mir erstmal die Bank, wo ich meinen PCR-Test für morgen bezahlen muss. Da habe ich sie schon gefunden, Public Bank of Zanzibar. Dem Maschinengewehr vor der Bank, der hat erstmal gesagt, die Bank hat heute zu, heute ist Feiertag. Pech gehabt. Jetzt muss ich hier über so einen Markt gehen. Hinter mir läuft jemand, der will mir einen Gürtel andrehen. Aber ja, ist ganz schön voll heute. Muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Oh, hier ist mal richtig was los heute. Schrauben gibt es hier also in Säcke. So, jetzt bin ich hier abseits vom Tourismus auf einem lokalen Markt gelandet. Und hier gibt es halt verschiedene Sachen, die die Locals gerade brauchen. Von Schuhe über Fisch, über Obst und Gemüse, Baumarktartikel, alles, was das Herz begehrt. Manche Sachen kenne ich gar nicht, weiß ich gar nicht, wozu die sind. Hier gibt es verschiedene Nüsse und Kerne. Bin ich auch auf der Suche nach einem Getränk, aber sowas kriegt man hier scheinbar nicht. Außer Kokosnüsse. Hier kann man den Reis einzeln kaufen. Für Stoffe, Haushaltswaren, Obst und Gemüse an der anderen Seite. So, ich laufe jetzt hier schon so circa 30 Minuten und bin eigentlich auf der Suche nach was zum Trinken, aber bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, außer Kokosnüsse. Irgendwo muss ja hier mal ein Laden sein, wo man was kaufen kann zu trinken. Aber ich bin immer noch auf dem Weg nach Puoni ins Waisenhaus. Wasser habe ich inzwischen. Jetzt warte ich nur noch auf mein Dalla Dalla. Ich sitze im Auto mit meinem Wasser und fahre jetzt nach Puoni. Ganz kurz meine Geschichte. Ich will hier zum Waisenhaus und bin jetzt mit dem Dalla Dalla in die Richtung gefahren und der
Kontaktmensch, der hat mich angerufen und gesagt, ich soll aus dem Daladala aussteigen und mir einen Tansanier suchen, dem ich das Telefon gebe. Und das habe ich dann gemacht und der hat mich jetzt hier an einen Platz gebracht. Und zwar hier irgendwo, ich weiß jetzt nicht, wo ich bin, irgendwo mitten in Stone Town oder, ja. Und hier soll ich jetzt warten, jetzt kommt ein Fahrer und holt mich ab. Although you have a problem of the spicy, but final of this month, we're supposed to shift from here to our building at Mambosasa. We building for them. These are for rent. Ah, okay, okay. So space is it? Probably. Yeah, these are for boy one. And then. Rooms are for the children. We suppose here our rent toilet ended this month. So we suppose here in this end of this month to be here. But as you see, okay. Yeah. When I finish this houses. We can accommodate it more and more. Okay. Okay, thank you. Asante sana. Thank you. Ich sitze jetzt im Daladala nach Stone Town. Da bin ich schon angekommen am Lukman. Can I sit here? Lukman ist ein Restaurant hier, was eigentlich unter Touristen bekannt ist, was aber Swahili-Küche bietet. Man kann also wie an einem Buffet schauen, was man essen möchte. Und dann bringt einen das der Kellner. Und es ist hier richtig angenehm kühl. Hier gibt es alles, was man sich wünscht. Salate. Jetzt bin ich im Zentrum von Stone Town und hier sind 1000 Gassen. Hier braucht man wirklich Google Maps, um hier wieder herauszufinden. Hier sind viele Werkstätten und Handwerker in den Räumen. Huckel zwischen Touristen, Bettler zwischen Reiche und dann gibt es noch die Tiere. Ja, achtet mal auf die Türen. Jede Tür sieht anders aus. Also nicht nur eine andere Farbe, sondern auch ein anderer Stil. Wow, die Türen sehen auch schön aus hier.
Links abbiegen. Liegehäuser scheinen hier einsturzgefährdet zu sein. Überall sieht man diese Stützen. Das ist die Malindi-Moschee. Hallo. Hallo. Bis 1000? Bis 2000. Bis 2000. Hä? Ah, okay. I like the big one. The big one, eh? Yes. How many? One. One. One big one. One big one. Okay. Santa Sana. Ich trinke jetzt erstmal meinen Zuckerrohrsaft für 2000 Schilling. Und jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Das da drüben, das kenne ich noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was da so los ist. Da ist irgendein Eingang. Ich schaue mal auf Google Maps, wo ich hin muss. Man kann sich hier sehr gut am Meer orientieren. Jetzt sitze ich in einem äthiopischen Restaurant. Das Essen, das bekommt man in einem Korb. Tablett geliefert. Ich esse heute Avocadosalat. Sieht ja erstmal lecker aus. Ja, es gibt hier auch einen Strand, aber nicht so schön wie in Nungwi oder Jambiani. Und in dieser Richtung ist die größte Stadt, die es hier gibt. Und zwar Dar es Salaam. Ist nicht die Hauptstadt von Tansania, aber trotzdem die größte Stadt. Ich bin eigentlich gerade auf der Suche nach einem Geldautomaten. Ich war schon an dreien und habe nirgendwo Geld bekommen. So, der sechste ATM. Ich bin gespannt, ob da was rauskommt. Sechste ging nicht, jetzt der siebte. Ich weiß nicht, bei welcher Zahl ich jetzt war. Nummer 8. Also da waren 4 Geldautomaten, die habe ich alle ausprobiert. Bin ich jetzt vielleicht bei 12 und ging wieder nicht. Da vorne ist der nächste Geldautomat, Nummer 13. Im Übrigen probiere ich immer mit 3 Kreditkarten. Nein, ich glaub's nicht. Es hat geklappt. Mit Barclays Visa, falls es jemanden interessiert. Also bis jetzt habe ich noch kein Geld. Doch, hier. Wow. 2 Visa-Karten, 1 Mastercard habe ich dabei. Ja, also das ist auch Afrika, ne? Dass man
möglicherweise zu 12 Geldautomaten wandern muss, bevor man Geld bekommt. Hinter mir seht ihr die alte Festung. Die ist ja auch direkt am Meer. Man sieht jetzt hier noch nicht das Meer. Das ist so hier hinter mir. So sieht es hier von innen aus. Rechts abbiegen. Keinen anderen Weg als durchs Wasser. Boah.